Und zum Schluss, es gibt gerade so einen Fall wieder, die Großkoalition hat irgendwie so einen kleinen, das ist eine Affäre, Skandal. Kannst du mal kurz erklären, worum es geht? Es geht darum, dass ein ehemaliger Abgeordneter, Sebastian Edati, sich Fotos und Filme gekauft hat im Ausland und dass die, so sagt die Staatsanwaltschaft, an der Grenze zu Kinderpornografie sind. Was aber auch gleichzeitig bedeutet, wir hatten die Folge gestern gerade gemacht, was dann auch legal ist. Also an der Grenze ist was ja dann auch an der Grenze heißt eben, das kann auch legal sein. Es kann auch gut sein, dass das, was er gemacht hat, gar nicht strafbar ist. Das wissen wir nicht. So, was mich aber aufregt, was mich nervt, das ist die andere Seite, dass davon der Innenminister erfahren hat. Der Innenminister hat es dem Parteivorsitzenden der SPD gesagt. Der Parteivorsitzende hat es dem damaligen Fraktionsvorsitzenden Frank Steinmeier gesagt und dem damaligen Geschäftsführer Thomas Oppermann, der heute Fraktionsvorsitzender ist. Und der hat es dann noch der spätere Nachfolgerin. Also ich quatschen ganz schön. Da quatschen ganz schön viele drüber. War der Innenminister SPD da? Also hat das dann Sinn gemacht? Der Innenminister war CSU. Ach, eine andere Partei auch noch. Eine andere Partei ist inzwischen zurückgetreten, aber die waren ja in einer Koalition. Und dann hat Thomas Oppermann, der jetzige Fraktionsvorsitzende, auch noch beim BKA-Chef angerufen und hat den gefragt, was ist denn da? Ist das in Ordnung? Macht man das? Das ist nicht in Ordnung. Rufst du auch ab und zu das BGA an und sagst hier. Was ist mit meinem Kumpel? Ja. Nein, mach ich nicht. Genau. Ist das erlaubt? Na, erlaubt, ja, wenn der andere rangeht, dann kann man ja jeden anrufen. Aber natürlich kann nicht jeder Bürger, so hatte Sigmar Gabriel gestern gesagt, könnte ja jeder beim BKA anrufen. Ich weiß nicht, wann du zuletzt mit dem BKA-Chef telefoniert hast. Können wir gleich mal machen. Können wir gleich mal probieren, ja. Genau. Nein, und das macht einfach den Eindruck, dass da versucht worden ist, Kumpelei zu betreiben. Und ist das was Neues? Also gab es das noch nie oder ist das jetzt einfach nur so ein Symptom? Weiß ich nicht. Ich bin ja so alt bin ich noch nicht, dass ich sagen könnte, das gab es noch nie. Aber was einfach nicht geht, ist, dass der Innenminister sowas weitersagt. Das ist nämlich nicht erlaubt. Hätte er nicht weiter sagen dürfen. Und schon gar nicht hätten die anderen irgendwie immer noch breiter streuen dürfen, was da passiert. Weil jetzt gibt es ja Leute, die sagen, hat das irgendjemand dem Sebastian Edati eigentlich erzählt? Und der hat dann daraufhin Beweismittel vernichtet. Weiß ich nicht. Und das können auch ganz andere gewesen sein. Es kann auch sein, er hatte gar keine Hinweise. Aber dass so ein Eindruck entsteht, ist Mist. Und dass so viele Leute miteinander quatschen, das geht nicht. Und vor allen Dingen geht es nicht, dass die sich dann auch noch widersprechen. Also Herr Zirke, der BKA-Chef, sagt was anderes über das Telefonat als Thomas Oppermann. Thomas Oppermann sagt was anderes über das Gespräch, was mit Friedrich stattgefunden hat und so. Und ich finde... Lässt er das untersuchen? Das muss untersucht werden, jetzt erstmal im Innenausschuss. Der tagt diese Woche und vielleicht dann auch nochmal. Ist der öffentlich? Können wir da reingehen? Das weiß ich nicht, ob der öffentlich sein wird. Im Prinzip sind Ausschusssitzungen im Deutschen Bundestag immer wieder öffentlich. Im Prinzip immer wieder öffentlich. Immer wieder öffentlich, aber natürlich kann der Ausschuss selber entscheiden, ob er es öffentlich machen will oder nicht. Jetzt will die SPD diesen Abgeordneten rausschmeißen. Hättet ihr den auch rausgeschmissen? Oder würdet ihr den auch rausschmeißen wollen? Der hat ja nichts gemacht. Also ist nichts Illegales. Was gemacht hat oder nicht gemacht hat. Also die SPD sagt ja, das passt nicht zu uns. Und da müssen die sich auch parteiintern damit auseinandersetzen. Würde das zu den Grünen passen? Nein, natürlich nicht. Das passt nicht. Aber trotzdem muss man unterscheiden, hat jemand was Strafbares gemacht, ja oder nein. Und ich finde, das ist jetzt der Punkt. Da kann man auch nicht damit ablenken, dass man auf der anderen Seite mit der großen Keule kommt. Und das Parteienrecht ist da gar nicht so einfach. Ich meine, die haben ja schon mal versucht, Thilo Sarrazin loszuwerden. Das gibt's denn noch? Nicht, ne? Ja, der ist auch noch SPD-Mitglied. Das ist nicht gelungen, weil unser Parteienrecht da sehr scharf ist. Hm. Und ich finde, man soll jetzt mal aufklären, was da gewesen ist und dann kann man über alles andere auch reden. Aber ich glaube, dass so das eher ein Ablenkungsmanöver ist. Da holt Sigmar Gabriel jetzt die ganz große Keule raus, sagt, das ist ganz abscheulich und kehrt nicht vor der eigenen Tür. Und ich finde, das ist erstmal jetzt angesagt. Erinnert dich die Debatte an eine Debatte bei den Grünen? Die Debatte erinnert mich an keine Debatte. Bei den Grünen. Ihr hattet im Sommer irgendwann im Wahlkampf, war da auch irgendwas mit Pädophilen? Ja, das von der Anfangszeit der Grünen in den frühen 80er Jahren, das stimmt. Wir haben dann ja jemanden beauftragt, zwei Wissenschaftler, die herausfinden sollen, was damals eigentlich tatsächlich gewesen ist. Das sind auch, also für mich ehrlich gesagt unvorstellbar, aber es ist passiert, es sind Beschlüsse gefasst worden. Die sind Ende der 80er alle revidiert worden, aber trotzdem gibt's Dinge, über die wir nichts wissen. Und deswegen muss das aufgeklärt werden. Ist das, ich meine, eher so... Kinderpornografie, Pädophilie, alles schreckliche Themen, aber reagiert da die Öffentlichkeit
Also ist es sehr allergisch? Also ja, wenn der Körper... Du hast gerade von der Keule geredet. Also wir wissen noch nicht mal, dass er Kinderpornos hat und schon wird er gesellschaftlich getötet. Ja, also ich finde auch Unschuldsvermutung muss gelten und sowas, aber es gibt ja Sachen, die hat er zugegeben. Und diese sogenannten Posing-Fotos sind welche, die sind gewerblich gemacht und auch gewerblich vertrieben. Für mich ist es eine Grenze, dass Kinderkörper dazu verwendet werden, Geld zu machen. Hm. Und die möchte ich überschritten haben. Und darüber muss man, glaube ich, auch reden. Das ist vielleicht auch eine Rechtslücke, keine Ahnung. Aber das, finde ich, geht nicht. Da ist der Punkt. Also klar, ich will nicht, dass plötzlich Familienfotos am Strand strafbar werden. Das will ja niemand, ja. Die FKK, das würde auch schon runterfallen. Also. Ja, aber das geht natürlich nicht. Aber wenn damit Geld gemacht wird, ich finde, diese Frage muss man jetzt mal beantworten. Ob das geht oder ob man das unter Strafe stellen kann. Ich bin keine Juristin, aber jedenfalls die Frage stelle ich mir ganz intensiv. Gut, Dankeschön.